Guten Abend. Heute habe ich mitgebracht Tigerpaprika. Tigerpaprika aus Holland, Niederlande. Die denken sich auch jeden Scheiß aus. Gut, Paprika. Tigerpaprika. Machen wir auf, das muss man an. Hier ist sie. Also, wie sieht sie aus? Die Paprika. Sie ist gelb-rot gestreift. Jo, so sieht sie aus. Die Paprika. Wir brauchen jetzt ein Messerchen. Hier habe ich ein Messerchen heute. Dann schneiden wir mal hier oben auf. Und holen den Strunk raus. So. Guck, ganz einfach. Und hier ist der Strunk. Jo. Wenig. Machen wir es mal auf, guck mal rein. Die Paprika. Da sind die Kerne drin, die wollen wir nicht essen. Ist ja bei jeder Paprika gleich. Ob das nur eine Tigerpaprika, eine Elefantenpaprika oder eine Schlangenpaprika ist. Oder ein Dinosaurierpaprika. Ist egal, dies ist ein Tigerpaprika aus Holland. So sieht sie nun aus. Ziemlich hübsch von der Farbe. Macht sich schon gut auf dem Teller bei einer Dekoration, bei einer Feier oder so. So, jetzt wollen wir mal probieren, wie sie schmecken. Ja, ich sag mal, was ist denn da so Rotz? Hier wollen wir mal den an die Seite machen. Da hebe ich mir mal den Samen auf und sehe den dann neu aus. So, das ist die Tigerpaprika aus Holland oder Niederlande. Probieren wir mal. Geschmack. Also Augen zu, schmeckt man nicht, ob sie rot ist oder gelb oder grün. Ganz normal, Paprika. Schmeckt ganz normal. Sieht nun sehr lustig aus, finde ich. Mit den verschiedenen Farben. Ist ganz hübsch, bestimmt auch im Salat oder so. Also, Tigerpaprika schmeckt gut. Normale Paprika, nichts Besonderes. Nicht sauer, nicht süß. Naja, süß schon, aber nicht eklig. Kann ich empfehlen. Bin gespannt, ob der Tigerpaprika genauso aussieht, wenn ich ihn selbst aussehe und die Pflanzen hochziehe. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr klappen. Wir haben jetzt schon Juni, Ende Juni. Das klappt nicht mehr. Aber ich hebe mir den Samen auf und werde dann berichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.